Ja, servus miteinander. Schön, 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 schön. Ihr werdet euch wundern, ich bin heute allein. Aber extra für euch. Sind alle da, ja? Ja? Ja. Wir haben unser eigenes Publikum heute dabei. Tom ist unser Publikum. Happy St. Paddy's Day. Happy St. Paddy's Day. Whisky gibt's genug, also fühlt euch einfach frei. Geht hinter die Bar, holt euch euren Whisky, holt euch einen Rum. Rum gibt's auch sehr guten. Wir spielen dabei ein Stück aus Irland, über dieses große Irland, das Groß-Irland, das große Kontinent Irland. Riesig, ist es riesig. In the year of our Lord 1806, we set sail for the far Cay of Cork. And we were bound far away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. In a very fine craft she was rigged fore and aft, and oh, how the wild winds drove her. And she had 23 masts, and with third several blasts, and they called her the Irish Rover. Well, there was one living game from the banks of the lay, and there was a holding from County Tyrone. The girl, he was scared step over, and the boy from West we called Malone. There was Slugger, a Jew, where he was drunk as a road, and fighting Bill Casey from Dover. And there was a deal in the land, he was strong as a bear, and the skipper of the Irish Rover. Wow, yeah. About nanny goat's tails, we had 2 million buckets of bone. We had 3 million sights, about blind tourist sites, and we had 4 million packets of bone. We had 5 million hawks and just 6 million ducks, 7 million barrels of water, and we had 8 million bags of the best sligo racks in the heart of the Irish Road. We had sailed 7 years when the measles broke out and the ship lost its way in the fog. And the whole of the crew was reduced into two, just myself and a captain's old dog.
And the ship, it struck a rockla with a terrible shock, and then she heeled right over. And it turned out times around, and my poor old dog was drowned. Now I'm the last of the Irish lover. Vielen Dank. Wahnsinn, unglaublich. Hörst du den Applaus? Ich habe fast ein wenig einen Schweißausbruch jetzt gerade schon gehabt. Nach den ersten zwei Nummern vom Geige spielen. Total anstrengend. Dabei ist es ja eigentlich wahnsinnig kalt, ne? Das seht ihr jetzt natürlich alles gar nicht, ne? Aber so ist immer. Und ihr spürt es auch gar nicht. Das ist immer kalt. Aber da ist Whisky eigentlich ganz gut dann, wenn das stimmt. Ne? Wenn es einem kalt ist und es heult draußen der Wind und du hast irgendwie das Gefühl, dass so kleine, wie heißen diese Dinger? Kobolde. Ich kann das immer nicht aussprechen. Sind das die diese Hüte aufhaben nochmal? Ne? Leprechauns. Die so Hüte aufhaben. Schauen ein bisschen aus wie der Ossi. Also bitte. Also Ossi in klein. Noch kleiner. Aber mit einem riesen Hut. Noch kleiner. Wir machen ein Stück aus Schottland für alle Schotten, die heute irgendwie vielleicht zuschauen oder dabei sind auch. Ne? Vielleicht sind ein paar Schotten hinter der Bar, das weiß man immer oft nicht. Ne? Ja, die hinter der Bar, die sind alle sind eigentlich immer mehr so senkrecht, wenn man sie... Nee, wenn die hinter der Bar sind, senkrecht. Wenn die Schotten aber hinter der Bar sind, sind sie senkrecht. Dicht. Also ja. Logisch, ne? Ein Stück Schotten aus Schottland am St. Patrick's, bist du wahnsinnig. Deswegen ein Stück aus Schottland für die Schotten. Geht es um irgendeine alte Kriegsgeschichte von 1700 irgendwas. Das ist immer noch wahnsinnig aktuell natürlich, weil die Schotten vergessen ja nichts. Ne? Und die haben ja auch sonst nichts anderes zu tun in diesen Highlands. Da. Ich meine, was magst du da? Ne? Genau. Es waren keine Querdenker Schafe übrigens. Schafe sind auch nur irgendwie interessant, solange man jung ist. Das stimmt. Solange sie jung sind. Hier geht es aber eigentlich... Jetzt eigentlich um eine Demo, ne? Die sind also los mit nach Carlo und so. Also da war das ist der einzige Krieg, den die Schotten mal gewonnen haben, glaube ich. Also so ganz die Schotten genau haben keinen Krieg gewonnen. Das war das Einzige, was die Schotten gewonnen haben, ist an Erfahrung. Aber auf jeden Fall ein schönes Stück. Thank you.
and we'll send it over drip and red to Lisa and the ladies. Cast a spell on Kildare, Pippa there, now Fitzwilliam, have a care, following us to your solo. Out with Albert down the thorn, and we go for by the Lord. Phil McHugh has given the word, follow me up to Carlow. Ja, vielen Dank für den netten Applaus. Seid doch wahnsinnig, seid ihr. Tom, echt. Super, danke, danke. Noch ein schottisches Stück? Jetzt hör auf. Doch, ich habe extra zwei schottische Stücke ausgesucht, weil... Sag mal, hast du Wasser im Zahn? Oder? Ich glaube fast, dass es hier ein wenig arg trocken ist. Gibt es hier nichts zu trinken? Bier, Whisky? Das Guinness ist kaltgestellt. Habt ihr alles bloß daheim, he? Und hier haben wir nichts gekriegt. Verdammt. Na, Tee, ne. Tee mit Rum mag ich gern. Ja, ja. Jetzt kommt ein auf Stück jeden Fall aus Schottland. Genau, da geht's um. Da geht's eigentlich geht's da um. Das ist, also man muss schon über 16 sein, um das zu verstehen. Ja, sind alle über 16? Und zwar geht's. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zwar geht's um. Ossi, geh mal du bitte an dein Mikrofon. Wir brauchen dich. Hast du da einen Tee gemacht? Es ist geht ja, um. Also darf ich jetzt einmal sagen, worum es geht? Bitte, ja, bitte. Es geht um. Ich weiß, dürfen wir das sagen? Ja, bitte. Es geht um multiple Orgasmen. Was? Bei Männern oder was? Bei Männern kommt mir das eher selten vor. Hervorgerufen durch den Genuss von einmal Austern. Einmal dann schlafen und dann zwei, drei Wochen warten und dann wieder schlafen und so. Aber es gibt ja auch diese Muscheln. Und wenn man die isst, dann heißt es ja, also wenn du eine Muschel isst, dann kannst du einmal. Und deswegen gibt es diese Muscheln auch immer im Zwölferpack. Ne? Weil mit einmal Muscheln, wer will das schon, ne? Und, aber da ist ein Problem dabei, weil früher... Das Stück war, von damals, genau, ja. Da ja. War nämlich das Schlafzimmer war praktisch oben im ersten Stock. Weil es da warm war. Und das ganze Zeug, was man praktisch gefischt hat, das war unten im Keller. Das heißt, man musste praktisch immer wieder nunder, musste sich wieder eine neue Muschel holen und dann musste wieder nauf und dann wieder einmal, dann wieder nunder, wieder Muschel holen. Und deswegen geht es in dem Stück darum, wie der ständig die Treppe nauf und nunder rennt. Ja, ja. Also weil er halt immer neue Muscheln nachholen. Der tatsächlich schon mal eine schlechte Auster gegessen hat, der weiß, warum die im Keller sind. Also es geht immer refrainmäßig upstairs, ne? Downstairs, ja. Upstairs, downstairs die ganze Zeit. Und das geht aber wahnsinnig schnell auch und ist schnell vorbei, das Lied, weil der schickt sich natürlich so unheimlich. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja, jetzt wird ja kalt in der Decke. Ne? Und die Frau sagt, bleib, wo bleibst du die ganze Zeit? Also komm doch jetzt endlich einmal. Ne? Ja, mit Romantik und hat es nichts zu tun. Das ist, es gibt also, auch Leute, so Marathon, die haben dann zwei Austern mitgenommen, aber das hat nicht geholfen. Also, gesagt, schlechte Austern schmecken wirklich nicht gut. Das hat ein wenig ein schwieriges Vorspiel. Hast du da Erfahrung, Ossi? Nein, ich brauche keine Austern. Ach so, okay. Ich habe keine Frau. Konzentrieren, das hat noch nicht. Das hat ein sehr schwieriges Vorspiel. Stairs fears me, darted up to Limey Lane when I saw near me theory. I lament the cuts, and I found the pillar. That's the way the pukes, plus they have no cellar. Upstairs, downstairs, then the stairs fears me, darted up to Limey Lane when I saw near me theory. As I came in by fishing, a muscle girl I near me, I threw up me muscle, hard away me dearie. Upstairs, downstairs, downstairs fears me, tucked it up till I'm lane when I saw near me dearie. Upstairs, downstairs, downstairs fears me, tucked it up till I'm lane when I saw near me dearie. Thank you.
beruhigt am Ende. Gell? Gefällt mir das sehr gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, ich habe gesehen, da sind die geistlichen Bilder vor eurem abgelaufen. Nein, jetzt kein Kopfkino bitte, gell? Na, und vor allem nichts mit Geistern irgendwie. Also. Überhaupt nicht. Weil wir brauchen nämlich gar kein Kopfkino. Na, das stimmt. Für das nächste Stück haben wir nämlich eine kleine Präsentation vorbereitet, so eine kleine PowerPoint-Präsentation. Oh, PowerPoint, wer macht denn sowas? Und das haben wir auf so einem kleinen alten Beamer. Den müssen wir aber erst hochfahren. Tom, kannst du mal diesen... Ich hol den mal einen Moment. Warte, ach, der Tom ist nett. Schau her. Der Tom fährt den Beamer hoch. Das kann ein wenig dauern, gell? Muss erst booten und so. Und, weil der ist halt doch nicht mehr der Jüngste. Also der Tom schon, aber nicht... nicht. Vielen Dank, Tom. Warte mal, ich schau mal schnell, ob alles passt. Das war der Tom. Hast du gesehen? Mit der Technik. Moment. Ja. Was ist denn das? Windows 92? Windows 1892. Ja. Kein Bluescreen, sondern Widescreen. Ja. Sieht gut aus. Okay. Warte mal, ich gehe mal in Position, oder? Das heißt, was aber auch schön ist, wir müssen bei dem Stück nichts sagen, weil es wird ja praktisch selbst erklärt durch die Präsentation, gell? Soll ich schon? Es ist nicht mit, nicht mit Untertiteln. Also. Muss ich schon rüber? Nein, jetzt wart. Entspann dich, trink noch ein bisschen Tee. Und vor allem muss man dazu sagen, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie erschreckt bei dem Stück, das geht ziemlich heftig los. Ne? Auch die Tontechnik bitte Vorsicht, gell? Und dann wird es aber normal. Es ist bei den Schotten in der Tat so, also Sex and Crime. Ist euch aufgefallen, also das ist Wahnsinn, gell? Wir reden die ganze Zeit durcheinander, man versteht kein Wort. Naja, man kommt schwer gegen deine Bühnenpräsenz an, das ist halt so. Ja, das ist natürlich so. Ich habe auch so viel zu tun heute, das ist Wahnsinn. Jetzt muss ich da wieder an die Präsentation und da muss ich den Text einflüstern die ganze Zeit und so. Ja, und die Leute winken da. Da war ein Scherz, so. Der Wende kann natürlich seinen Text. Ne? Also. Soll ich jetzt rüber? Ja, vielleicht zieht er heute auch noch sein Hemd jetzt aus. Jetzt geht er rüber. Ihr seid bereit, ja, nicht erschrecken, okay? Well, the riverside, yeah. And she had a baby 3 months old. Well, yeah, well, yeah, well, yeah. And she had a baby 3 months old down by the riverside, yeah. And she had a penknife long and short. Well, yeah, well, yeah, well, yeah. And she had a penknife long and short down by the riverside, yeah. That penknife in the baby's heart. Well, yeah, well, yeah, oh, yeah. And she stuck that penknife in the baby's heart down by the riverside, yeah. There were three loud knocks coming knocking on the door. Well, yeah, oh, yeah. But there were three loud knocks coming knocking on the door down by the riverside, yeah. There were two policemen and a special branchman. Down by the riverside, yeah. And they pulled the rope around her neck. Well, yeah, well, yeah, well, yeah. And they pulled the rope around her neck down by the riverside, yeah. And they pulled the rope and she got hung. Well, yeah, well, yeah, well, yeah. And they pulled the rope and she got hung down by the riverside, yeah. That was the end of the woman in the woods. Well, yeah, well, yeah, well, yeah. And that was the end of the baby too. Down by the riverside. Just by the word. Danke, Matthias. Das hast du ganz super gemacht. Du musst da dein PowerPoint mal wieder reparieren, glaube ich. Das ist abgestürzt an einer Stelle irgendwie. Ja, ja. Aber ja, das passiert immer mal wieder, dass bei diesen alten Computern, dass die mal abstürzen und jetzt geht mein Schalter auch nicht mehr. Ne? Ah, ist das neu oder was? Sag mal. Das ist ein neuer Schalter, ja. Habt ihr das schon gesehen? Das ist, wenn das ein neuer Schalter, der hat da unten so einen kleinen Schalter, ganz unscheinbar, ne? Ganz unscheinbar. Bluetooth, da kann er praktisch so
Pfalnunde, dann geht es weiter, er drückt auf Pfalnunde und es geht nach oben. Das Beste an dem iPad ist natürlich, der hat es beim Augenoptiker machen lassen, das sind solche Buchstaben, weil er traut sich dann immer so die Gleitsichtbrille nicht aufsetzen. Ja, das ist schon die Rentnerversion bei der Schriftgröße, ne? Ich auch gesagt, ne? Und da läuft kann es sein, dass das hier gerade auf meine Kosten geht? Nein, das würdest du nicht merken. Okay, alles klar. Beim nächsten Stück geht es um Frauen. Da sind wir sehr stolz, dass wir auch einmal ein Stück haben über Frauen. Frauen, die allerdings so nur so 20 Zentimeter, 25 Zentimeter irgendwie groß sind. Und die leben unter Steinen. Oh. Also nicht bei uns. Also nicht, dass der Erste dreht schon Stein um. Nee. Die Verzweiflung halt. Ja, klar. Ja. Sondern die leben in Irland. In Irland unter den Steinen. Da könnt ihr jetzt gerade nicht hin. Blöd, gell? Weil ihr müsst ja zu Hause Whisky trinken. Und die haben immer so Samtgewänder an. Wallende Samtgewänder. Und irgendwie so wallendes, nussbraunes Haar und so. Ne? Wenn du dann was trinkst, also wenn du jetzt beim John beim Whisky-Tasting mitmachst und bist bei Whisky Nummer 2, genau. dann sieht man sie erst. Bei Whisky Nummer 4, da bist du dann mit ihnen ungefähr auf Augenhöhe. Und dann sprechen sie auch mit dir. Und wenn du dann den Whisky Nummer 8 getrunken hast, dann seid ihr gute Freunde für immer. Dann gehen die nie mehr. Redest du mit ihnen dann, ne? Ja. Und dann ist. Ach. Das Stück ist aber von daher gefährlich eigentlich, weil der Ossi da Flöte spielt. Von daher alle mit Hörgerät jetzt bitte umstellen. Ne, ihr wisst ja, diese Telefoneinstellung ist ganz wichtig wegen der hohen Frequenzen. Du kennst ja aus, ne? Ja, ich komme jetzt auch mit Muscheln aus, du kennst dich mit Hörgeräten aus. Komm jetzt rein, das Alter, verstehst du irgendwie? Das ist halt. Ne? Und ich weiß gar nichts. Sehhilfe, Hörhilfe, was man halt alles für Hilfen braucht, ne? Hast du die Flöte angewärmt? Ja, ist die gut warm? Ich will dir nicht sagen, wo die war. Hast du deine Prostata gut genommen? Nein, also jetzt wird es persönlich. Ne? Okay. Down one morning last year alone, down a boring break came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her to her feet, that a sheet opened at her head. Was such a coaxing gal, I shook her myself, but to see her sweet day. And from Bantry Bay up to Derrick Cay, Galway to Dublin town, now made us see the little round Colleen that I made in the county. But special scratched me head and I lipped with a feeling red. And I saw sight of the passerby, Mr. Mid with an head. He smiled at me, then he says, I say, that's a gem of Wood Island's cream. The young rose in the hand from the banks of the band, just a star in the head. And from Bantry Bay up to Derrick Cay, and from Galway to Dublin town, now made a secret and calling that I made at the head. So I dress in the Sunday clothes, with my hat cocked right, my shoes shine bright, for the smile of my little rose. No pipe I smoke and no horse I yoke, till my flowers are rustling and brown. And the smile is bright by my own fireside, since the star of the county. And from Bantry Bay up to Derrick Cay, and from Galway to Dublin town, and now make the sea the like the grand calling that I made in the county then. The Derrick Cay and then from Galway to Dublin town. Now made us see the like a brown collie that I met in the county. We'll be right back.
Tat eine Hundertschaft. Ja, du spielst ja wohl ein wenig, jetzt sind alle total aufgeregt. Ja, so ist das. Dann musst du jetzt halt mal ein langsames Lied spielen, ne? Wo alle sich beruhigen können. Ich glaube, wir haben gar kein langsames Stück dabei. Ja, das ist immer dieses St. Patrick's Day, verstehst du, alle immer wuhuhuhu und so, Party und so. Das ist praktisch noch mehr Party. Jetzt geht es noch mehr um Frauen, noch viel mehr. Jetzt geht es um Frauen, die dir praktisch ihre Handynummer geben, freiwillig. Handynummer, das gibt mir doch gar nicht mehr. Freiwillig, gab es schon damals in Irland, ja, schon lang. Ja, die Iren haben schon lange Handys. Kann ich mich erinnern, ja. Ja. Und die stimmt aber nicht, die Nummer, ne? Ist ganz klar. Ne? Ach so? Also deswegen, das, wo die Flunkerrosen wachsen, weißt du? Die Flunkerrosen. Can anybody tell me where the bloody roses grow? It might be down in Limerick town, it might be in Mayo. It's somewhere in the Emerald Island, this I want to know. Can anybody tell me where the bloody roses grow? Can anybody tell me where the bloody roses grow? It might be down in Limerick town, it might be in Mayo. It's somewhere in the Emerald Island, this I want to know. Can anybody tell me where the bloody roses grow? Anybody tell me where the bloody roses grow? It might be down in Limerick town, it might be in Mayo. It's somewhere in the Emerald Island, this I want to know. Can anybody tell me where the bloody roses grow? Irische Tänze. Das macht dir ganz super. Ne? Ja. Muss bloß ein bisschen aufpassen mit der Wohnungseinrichtung und so. Gell? Ja, halt nicht so arg austreten. Ne? Ich glaube, ich könnte jetzt einen Rum vertragen. Moment. Trinke mal einen Schluck, Mensch. Ah, die Band wird älter. Man merkt es, gell? Die Band wird älter. Aber es ist in Ordnung. Also kurzes Päuschen auch für euch. Ein bisschen die Ohren ausruhen lassen. Immer das Geschlauch die ganze Zeit. Jetzt hätte ich fast gesagt, woher dieser Tee ist. Boah. Also wenn ihr irgendwie irische Stepptänze könnt, das wäre jetzt die Gelegenheit, gell? Also richtig könnt halt, ne? Ja, nicht bloß so wegen rumhampeln, ne, sondern richtig so mit. So wie der Dings, der. Du nimmst ihnen jetzt die ganze, weißt schon, die ganze Laune, also. Ja, na, das soll nur motivierend sein, ne? Wir können ja nicht richtig irisch. Und vielleicht, wenn ihr das dann richtig gut könnt, dann könnt ihr mit diesem, wie heißt der? Der Flädli.
dieser Schwabe Michael Flädli. Mit dem könnt ihr dann auf Tour gehen, ne? Ja. Und dann so Riverdance machen. Dann müsst ihr immer mit den anderen im gleichen Moment zappeln. Riverdance, also das hat ja aber nichts mit der Pegnitz jetzt. Speziell hat es nichts. Aber oh, stell dir mal vor, so Tanzlinie an der Pegnitz. Wäre das mal eine Aktion, ha? Ach, deswegen heißt es Riverdance. River Pegnitz Dance. Hast du schon mal gesehen, wie der trainiert? Nein. Barfuß auf der heißen Herdplatte, drum ist der so schnell. Der arme Kerl. This is the Lord of the Dance. When the world was young, I danced in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. In Bethlehem, I had my birth. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance. Send me and I lead you all. Wherever you may be and I lead you all in the dance. And Pharisees, they wouldn't dance if they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, the James and John, and they came with me, so the dance went on. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, and me, and I lead you all. Wherever you may be, and I lead you all in the dance. I killed the lame. The holy people said it was a shame. But they stripped and they hung me high and left me there on a cross today. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, and me and I lead you all. Wherever you may be, and I lead you all in the dance. When the world turned black, it's hard to dance with the devil on your back. They bought my body and I thought it was gone, but I am alive, so the dance went on. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, I be, and I lead you all. Wherever you may be, and I lead you all in the dance. So I left up high. I am the life that will never, never die. I live in you and you live in me. Cause I am the Lord of the dance, said he. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all, wherever you may be. And I lead you all in the dance, said he. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all, wherever you may be. And I lead you all in the dance, said he. Diese Stipptänze, sie machen einen fertig, oder? Wahnsinn. Total anstrengend. Unglaublich. Puh. Jetzt kommt mein Lieblingslied. Was? Was ist denn dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied ist, das handelt davon, dass ich eigentlich viel lieber hinter der Theke wäre als vor der Theke. Ja. Was willst du denn hinter der Theke? Da musst du arbeiten. Vor der Theke ist Vergnügen, verstehst? Aber da muss ich auch bezahlen. Hinter der Theke muss ich nicht bezahlen. Ja, das glaubst du. Ach so. Jedenfalls wäre das zweitbekannteste irische Stück, das ihr vielleicht kennt. Das ist wahnsinnig zweitbekannt. Also es hat es nie geschafft zum erstbekanntesten Stück, weil das erstbekannteste Stück ist jetzt dieses Walfanglied, oder? Nein, stimmt. Wieder was anderes. Das ist ein neuseeländisches Stück. Ah, das ist neuseeländisch. Ja. Das gehört zum John from New Zealand. Und da, ich glaube, die meisten von euch, die heute zuschauen, die kennen den Part, den sie jetzt machen müssen, gell? Wir würden dann aber trotzdem, sollen wir üben? Nein, unbedingt. Noch. Ja, meinst du? Unbedingt. Meinst du nicht? Ja. Ja, wir probieren es, komm, wir probieren es erst einmal. Und wenn es nicht klappt, dann üben wir.
Wir können eigentlich erst einmal sagen, um welches Stück es sich eigentlich handelt. Nein, nein, das machen wir Überraschung heute. Überraschung. Ganz also bekannt, ihr werdet es sofort erkennen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So. Ja, machen wir mal. So, machen wir. Ganz bekannt. As I was a-walking round Kilgarry Mountain, I met on Colonel Pepper and his money he was counting. I rattled me my pistol, I drew from the Saviour. Say stand and deliver, for I am the bold sinner. Ushering rum-a-do-rum-a-da. Genau. Was? Ja, aber es war nur einer. Es war nur einer. Ja, die sollen alle. Das müssen alle machen. Also nicht nur einer. Also du bist schön, gut. Praktisch jeder, der jetzt um den Wohnzimmertisch herum sitzt, dass kannst alle du, das machen. Komm, wir machen es ja mal vor. Euch ab, könnt ihr euch tatsächlich mal ganz kurz selber mal filmen, damit ihr wisst, warum die Leute, warum ihr nicht klatschen könnt? Das wäre vielleicht einmal nicht schlecht, oder? Die da, die zwei, die Arme. Jetzt haben wir nicht genau mitgekriegt, was du... Jetzt machen wir es mal vor. Die sollen sich mal kurz selber filmen. Lass doch den Matthias, der möchte doch auch gerne machen. Mushering, rabba-do-rabba-da. Ne, wird schon besser, ne? Jetzt waren wir schon zu dritt. Gleich nochmal. Jetzt sollten wir noch einmal sagen, viermal, ja? Viermal. Mushering, rabba-do-rabba-da. Zu fünft, weiter geht's. Das schaffen wir bis heute Abend. Zweiter Teil. Mushering, rabba-do-rabba-da. Back for the daddy-o. Nur zweimal an der Stelle. Das wäre der Einsatz. Aber das reicht völlig. Es ist immer jemand dabei. Man muss es ja nicht übertreiben. Also, ne, also einmal noch üben kommen. Was? Einmal noch üben. Einmal noch Ramadan. Back for the daddy-o. Back for the daddy-o. That's whiskey in the jar. Singen, ja, singen schön. So schlafe ich nochmal die erste Strophe. I was a walking in Kilgarry Mountain. I met on Colonel Pepper and his money he was counting. I rattled me my pistol, I drew for the Saviour. Say stand and deliver, for I am the boldest ever. Mushering, rum-a-do-rum-a-da. Back for the daddy-o. Back for the daddy-o. There's whiskey in the jar. Oh, whiskey in the jar. Super. Zweite Strophe. The shining golden coins, they looked so bright and shining. And I took them with me home, and I gave them to O'Malley. They promised and they vowed that they never would deceive me. But the devils and the rotten gang, they never can be easy. Mushering, rum-a-do-rum-a-da. Back for the daddy-o. Back for the daddy-o. That's whiskey in the jar. Oh, whiskey in the jar. Sehr gut. So I went into a chamber for to take a slumber. I dreamed of the golden shoes, and for sure it was no wonder. And Molly drew me charges, and she filled them up with water. She sent for Captain Farrell to be ready for a slaughter. Mushering, rum-a-do-rum-a-da. Whack for the daddy-o. Whack for the daddy-o. There's whiskey in the jar. Oh, whiskey in the jar. But when I was awake between the six and seven, and the guards were all in me likewise out of them, but I only drew my pistol, and alas I was mistaken. I couldn't shoot the warder, so a prisoner I was taken. Sing a shirring, back for the daddy-o. Back for the daddy-o. There's whiskey in the jar. Oh, whiskey in the jar. So they put me in a jail without a church or riding, for the rubbing of a Colonel Pepper on the far Kilgarry Mountain. They didn't take me fist, so I knocked the jail of them and bid farewell to the jail of Limerick Tote. Mushering, rabba-do-rabba-da. Back for the daddy-o. Back for the daddy-o. There's whiskey in the jar. Oh, whiskey in the jar. 16. Strophe. Now some take delight in the fishing or the bowling, and the others take delight there in them carriages a-rolling.
And I take the light in the juice of the barley and counting pretty lassies on the morning bright and early, my shirring rap-a-do-rap-a-dum. Back for the daddy-o, say good. Back for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Oh, whiskey in the jar, my shirring rap-a-do-rap-a-dum. Back for the daddy-o. Back for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Oh, whiskey in the jar. Toll, Mensch. Alle 16 Strophen habt ihr durchgehalten. Findet man ein sonst wackeres sowas? Publikum, würde ich mal sagen, tapfer, oder? Also, super tapfer. Wahnsinn. Geht dieser Schalter wieder nicht ausgerechnet jetzt? Was ist denn mit deinem Schalter irgendwie? Der Lockdown-Unterricht hat an der mathematischen Fähigkeit ein bisschen geschadet, glaube ich, mit den 16 Strophen. Kann das sein? Eventuell. Ist das ein Reminiszenz an das Walfängerlied oder was? Wir nehmen, euch, um jetzt, wir nehmen euch jetzt mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Genau. Zurück 1967. Jungschar-Freizeit. Lagerfeuer. Pfefferminztee zum Frühstück. Mit Erdbeermarmeladenbroten aus solchen Eimern. Und dann die Lieder. Lieder aus der Mundorgel. Könnt ihr euch noch daran erinnern? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Early in the morning. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Early in the morning. So put out the block and wet him all over. Put out the block and wet him all over. Put out the block and wet him all over. Lie in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Lie in the put him in a bed with Boris Johnson. Put him in a bed with Boris Johnson. Put him in a bed with Boris Johnson. Early in the morning. Not yet. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Early in the morning. Put him in a bed with Marcus Söder. Put him in a bed with Marcus Söder. Put him in a bed with Marcus Söder. Let's get it going. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Early in the morning. I say shavers, bollocks with a rusty razor. Shavers, balls with a rusty razor. Shavers, bollocks with a rusty razor. Early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. And I hear him with a legging in a running bowline. Hear him with a legging in a running bowline. Hear him with a legging in a running bowline. Hooray, in the morning. That's what we do with a drunken sailor. That's what we do with a drunken sailor. That's what we do with a drunken sailor. Early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she hooray, and up she rises early in the morning. Hooray, and up. Hooray, and up. Hooray, and up she rises early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises early in the morning. Hooray, and up she rises. 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 Hooray, and up she rises.
aus 1967 im Zeltlager. Wahnsinn. Yeah. Jetzt kommt das Stück vom, ne, wie heißt er? Vom Christian. Das ist tatsächlich ein Ire, gell? Also es ist kein Schotte, sondern das ist echt der Ire. Wäre mit uns auf der Bühne, wäre ungefähr so groß. Ja. Stimmt. Also er passt locker unter einen Stein drunter. Aber dreimal so laut wie der Wende? Aber mindestens dreimal so laut, das stimmt ja. Aber der singt auch alles immer so hoch, dass er so... Und ungefähr 260.000 Mal so reich wie ich. Aber das auch das ist richtig. Nee, also nichts gegen ihn, er ist echt ein lieber Kerl. Ich hatte so einen hohen Kindermädchen-Schleiß, habe ich mir sagen lassen. So hat er ja tatsächlich. Ja, früher hat er auch tolle Lieder gemacht, muss ich sagen. Also wer das Stück kennt, wäre es schön, wenn er praktisch in die... Wir machen da eine kleine Pause in dem Stück. Also wir alle drei zusammen. Das stellt ihr dann auch theatralisch dar. Nennen wir Generalpause, oder? Heißt GP, kürzt man das ab, ja, GP. Und dann sagt ihr, don't do it, und das war es auch schon wieder. Und dann spielen wir auch sofort weiter. Müsst ihr nichts machen. Wenn ihr nicht don't do it ruft, spielen wir nicht weiter. Für die Franken Untertitel, Max nicht. Oh ja, das ist dosiert für die Oberpfälzer oder Laus Blein. Ja. Also es ist praktisch sprachlich mit der ganzen Welt kompatibel. Gemacht, oder? Wahnsinn! Gesangsverein Tom Wahnsinn. Wendel hat also wirklich ganz toll die Verletzung. Muss man schon mal erwähnen. Jetzt kommt der Stilbruch, jetzt kommt der Blues jetzt praktisch. Jetzt kommt ein Stück über Fürth. Der Blues über Fürth kommt jetzt, oder? Let's go.
dirty old town. In the dirty old town. And the mood is shifting just behind the cloud. Cats are crawling all around the bay. Springs and go in the streets at night. Here in the dirty old town. In the dirty old town. Thank you.
they fall. When the all-time winner still got him by the balls. And then he picked up Gideon's Bible, and then he opened that page one. Only God, his stolen handles and the tray that won't stop going. No, we just slow down. We just slow down. In the cold, out in the. Heute stimmt sogar auch. Matthias Matzbacher an der Geige. Matthias Matzbacher. An der Gitarre, der Flöte, dem Mandocello, dem Bencho und der Mundharmonika und singenderweise der Oswald Schimmel. Und wenn wir weigern, der Tenor, der Countertenor und der Bass und der Bariton und das Gedächtnis von Matthias Out in the Cold. Dankeschön. Wenn wir weigern. Jetzt stehen wir alle blöd rum. Jetzt haben wir natürlich für euch eine schöne Zugabe noch vorbereitet. Was? Gell? Zugabe? Aber ihr müsst mal ganz kurz Zugabe rufen. Auch das könnt ihr irgendwie aufteilen. Eigentlich müssen wir doch auch einmal kurz ab. Langschau. Ja, Langschau. Ja, ist gut. Okay. Ihr habt uns überzeugt. Außerdem kommen wir eh nicht raus. Wir müssen ja durchs Publikum durch. Das ist unser Problem. Das ist wirklich ganz nett von euch, gell, dass ihr noch was hören wollt. Wir haben uns wenigstens ein Stück haben wir uns überlegt, das nicht aus Schottland, sondern jetzt wirklich aus Irland. Das ist ganz, da kriegen die Engländer richtig eine auf den Deckel. Gell? Das ist ja auch der Sinn vom St. Patrick's Day. Nein. Und alle ihren weinen bei dem Stück. Ist auch ganz traurig, tatsächlich ganz trauriges Stück. Jedes Mal, wenn die Liverpooler verlieren, dann spielen die das Lied da. Und dann alle singen mit dem Stadion. Und wenn die Förder verlieren, dann singen sie es. Ja. Und wenn der Nürnberger der Club verliert, dann singen sie es auch. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, es gab, glaube ich, ja EM oder RWM. Da hat man das dauernd gehört, weil die haben ständig verloren. Ja, das war immer gut drauf. Das war immer gesungen. Ich stimme euch mal ein in das traurige Lied. Ich meine, was macht denn jetzt weiter? Ja, natürlich. Nee, das ist doch live. Also bitte, was das passiert uns immer. Ich habe mich verblasen. Das passiert uns live praktisch ständig. Ständig.
lies waiting in the bay. Matthias Merzbacher.
an der Gitarre Oswald Schimmel.